Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Nur das Wechseln von Gewändern kann kein wahrer Wandel sein. Mancher sagt, nur meditieren, essen, was zum Boden fiel. Sich im Ganzen zu verlieren, sei das wahre Lebensziel. Andere ritzen ihren Armen Hass und Rache blutig ein. Sie sind viel zu schwer verwundet, um im Herzen ganz zu sein. Andere wiederum marschieren, Fahnen werden stolz gehisst. Und auch sie müssen verlieren, weil kein Sieg beständig ist. Eines fühlt sich doch zu wandern, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt werden, dann leiden sich die Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte in einem Strahlenkranz. Geistesblitz und Lallen, bin ich auf dem Weg zum Lieben, meinen Namen treu geblieben. Und ich führe auf meiner Reise, zu verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut, fasse ich zu leben Mut. Zwischen Zärtlichkeit und Wut, tut das Leben Lampe irgendwie so her tun, dass ich noch ein bisschen was sehe. Irgendwie kann man da auch noch was anmachen? Ich meine, ich kann natürlich alles auswendig, aber... Na, der Jo kann alles auswendig, das stimmt, ja. Hab keine Lust mehr, der Nörgler zu sein und bin müde vom Kämpfen und Klagen. Ich werde sofort gesellschaftskonform und verzichte auf weitere Fragen. Ich will auch dabei sein im Karussell der Reichen und Klugen und Schönen. Und dann lass ich mich von den Medien loben und von meinem Konto verwöhnen. Und ich glaube auch sofort an die Statistik. Und ich bin gegen Zweifel immun. Und wenn Umsätze steigen und Löhne sinken, hat das nichts miteinander zu tun. Und ich will um jetzt nicht mehr Pläne zu schießen. Und ich glaube der Bildung der Welt. Und an zwei Experten in Wirtschaftsanalyse und von uns große Geld. Und ich glaube, dass Nestle die Menschen liebt, die Vatikan bauen gleich und Christen. Banker sind voller Mitgefühl und Heckler und Koch Pazifisten. Ich glaube, Deutschland ist Deutschland-Export, an Hartz IV und Wachstumsplan. Heißt mich wie Keuler, lebt mich auf, in eurem Land soll es fahren. Und ich glaube an den heiligen Sarrazin und an seine Eugenik-Visionen. So kann sich ein Rückfall in dunkelste Zeiten finanziell in jedem Fall lohnen. Und ich glaube, dass wir in Afghanistan zur Rettung der Frau angetreten und wie damals mit Guti und Kerner und Papst wie für deutsche Siege ich bete. Und ich glaube an alles, was den Bildschirm füllt von ProSieben bis RTL 2. Morgen bei DSDS und ein Stück Boden im Po. Ja, ich glaube an Deutschland und in Deutschland macht der Hartz IV und Wachstumsplan. Heißt mir willkommen und nehmt mich auf in einem Rafistan. Oh,
Ja, liebe Freunde, es heißt ja Liebeslied, wer gegen die Banken macht. Und ich habe jetzt hier ein echtes Liebeslied. Ein Liebeslied an meine Kanzlerin. Warte kurz, das ist ein interessantes Experiment. Wenn ihr die Buchstaben von dem Wort Bundeskanzlerin, wenn ihr die mal durcheinander schüttelt, also so wie bei diesen Buchstaben Suppen, ja, durcheinander würfelt, die gleichen Buchstaben und dann neu auflegt, dann findet ihr heraus, dass das gleiche Wort auch bedeutet Bankzinsenluder. Ich habe ein Geheimnis, das ich sicher bei mir hüte, obwohl sich mancher Klassenfeind darum bemühte. Doch alles dunkel wie das Licht, die Enge sucht die Weite, und auch mein kleines rotes Herz pocht auf der falschen Seite. Den besten Freunden wollte ich mich niemals offenbaren, doch nun zerreißt es mir die Brust, nun wisst ihr es erfahren. Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand, wenn sie verliert im Parlament mit ihr gezahlt haben, dann ist es ganz egal, was sie politisch manövriert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. Man wird mich nicht mehr schätzen, in meinen linken Kreisen wird Hunde auf mich hetzen, lässt Züge entgleisen. Doch bitte sagt, was soll ich tun? So weit ist es gekommen. Die Liebe hat wie ein Taifun mein Herz im Sturm genommen. Ach ja, ich seh's, ihr seid geschockt, ihr seht die Welt so kritisch. Die Liebe macht mich toll und blind und restlos unpolitisch. Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand. Wenn sie verliert im Parlament und mit ihr gesagt haben, dann ist es ganz egal, was sie politisch fabuliert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. Und neulich war sie, finde ich, entschieden zu kokett und legte sich doch glatt mit der Atomlobby ins Bett. Doch was ist los? Ich weiß nicht mehr, was ich ihr glauben soll. Jetzt findet dieselbe Kanzlerin den Ökostrom ganz toll. Doch wenn die Wut am größten ist, denke ich an Angie Still und an das Jahr 2008. Den 13. April, ein wilder Held diese Nacht, am Nordpol schmolz der Schnee, da zeigte meine Kanzlerin ihr pralles Dekolleté. Jo, kann man das jetzt noch machen, Postbrüderlin? Die Brüste meiner Kanzlerin glauben mir den Verstand. Er schlägt mein Herz für diese Lust und unser Vaterland. Ich fäll für sie in Stuttgart 21 alte Bäume und sprenge in den Kopfbahnhof für Immobilienträume. Ich blas mit ihren Terrorfürsten dieser Welt den Marsch und kriech dafür für alle Zeit der NATO in den Arsch. Ich mausche mit ihr fortan mit Bankern, Lobbyisten und wenn es sein muss, scheiße ich für sie auf Pazifisten. An dieser Brust nur einmal kurz versinken, dann wählte ich schwöre es, auch niemals mehr die Linken. Dann gibt es schleunigst einen Krisenherd zu schaffen, der braucht dann dringend unsere alten Waffen. Und währenddessen basteln wir am Neuen, um einen potenziellen Gegner zu erfreuen. Die muss man dann natürlich ausprobieren, am lebenden Objekt studieren. Mit Landerscheinungen wie Hunger, Tod und quasi zwei Schaden, doch nur kohlenlateral. Mit Landerscheinungen wie Hunger,
Geld hab, dann kommt der Richtige mal wieder an mir Geld. Das macht mir irgendjemandem zu schaffen. Schon braucht man wieder neue Waffen. Und während weltweit alle protestieren, kommen wir kaum mehr nach mit Produzieren. Wir züchten weiter in sich Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Wir züchten weiter in sich Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Dann brauchen wir noch irgendeinen Bösen, von dem wir dann die freie Welt erlösen. Und finden wir nicht gleich einen gemeinen, ja, dann basteln wir uns eben einen. Es ist doch klar, dass jeder andere schlecht ist, wenn unsere Sache einzig richtig und gerecht ist. Dann lasst uns ewig weiter Waffen bauen, die wir den anderen um die Ohren hauen. Man kann das nennen, wie man will. Humanitäre Overkill, heiliger Krieg, gerechte Sache, die Fahne hoch, dass ich nicht lache. Die ganzen Sprüche schenke ich Ihnen. Beim Krieg geht's immer nur ums Geld verdienen. Und unsere Freiheit ist doch Jesus lieb, beweist es. Nur die des Marktes und nicht die des Geistes. Schlange! Auch wenn sie an
wär's gut, sich zu besinnen. Ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Edward Snowden, der für mich ein wirklicher wahrer Held ist. Wir alle wissen, dass praktisch in den letzten 10 Jahren jeder digitale Furz, den wir von uns gelassen haben, aufgezeichnet, überwacht und verarbeitet wurde. Und da macht uns, da will uns der Verfassungsschutz weismachen, nachdem er fleißig Akten geschreddert hat, dass er nichts wusste in 10 Jahren mordender Nazis von der NSU, dass er keine Ahnung hatte. Das kann ich nicht mehr glauben. Und das nicht mehr zu glauben, das erschüttert mich, muss ich ehrlich sagen. Die Möglichkeit, die sich daraus ergeben, erschüttert mich. Ist da eine Absicht dahinter gewesen? Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht sagen. Aber aus diesem Grund habe ich dieses Lied wieder in meinem Programm aufgenommen.
Dankeschön. Wie ja überall bekannt ist, sind wir Bayern ausgesprochen reggae-affin. Und wer unsere bayerische Volksmusik kennt, der weiß, wie nah sie dem Reggae ist. Wenn ihr euch noch erinnern könnt an unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, den Herrn Dr. Edmund Stoiber. Und da hat man gemerkt, ja, in seinen letzten Reden, da war der sehr reggae-affin, weil der hat kräftig einen durchgezogen vorher. Und spür wie von Sinnen den Odem des Wahnsinns tief in mir drin. Ich starre nächtens verzückt in die Leere, reise durch Zeiten, teile mit Moses die Meere, tanze auf Brücken, bring sie zum Klingen, um dich zu entzücken, würde ich auch springen, denn was böte die Zeit mir, die mir noch bliebe, braucht dich zum Leben, weil ich dich liebe. Die Welt dreht sich plötzlich ungewohnt schnell und ich bin das Pferdchen auf dem Karussell. Du könntest mich reiten in allen Ehren, auch die Peitsche würde ich dir nicht verwehren, selbst wenn liebliche Frauen sich um mich schlügen. Ich würde ein Dekret über Keuschheit verfügen, selbst wenn vor mir Venus im Schaumbad entstiege. Ich ließe sie schäumen, weil ich dich liebe. Medusen besiegen, um dir zu begegnen, würde ich auch fliegen. Und solltest du einmal den Styx überqueren, ich folgte dir nach, um mich zu beschweren. Ich stiege wie Orpheus in den Hades hernieder und sänge bestimmt die schöneren Lieder. Dann lockte ich dich zurück ins Weltengetriebe, denn wir müssen lieben, weil ich dich liebe. Dann lockte ich dich zurück ins Weltengetriebe, denn wir müssen lieben, weil ich dich liebe. Sitzung war es, als einer von dem Pakt der Wahn befiel, sich auf einmal gänzlich frei zu machen. Er zeigte alles und das war nicht viel. Alle anderen Herren waren erst verstört,
Doch er war nun mal der erste Mann im Haus. Und obwohl es sich nun wirklich nicht gehört, zogen sich gehorsam alle anderen aus. Nein, das war kein schöner Anblick. Ohne Schlips und Kragen sind zu jemand tief. Sie sahen aus wie ganz normale Durchschnittsgangster und dazu kein bisschen attraktiv. Und kein Schiff mit acht Segeln lag drunter am Kai. Für diese Herren war die Party vorbei. Dreizehn Brasilianer Weltgestalter, ohne Wäsche, ohne Ansehen, ohne Pracht. Einer noch verschämt im höchsten Alter und von allen Angestellten ausgelacht. Alle hielten sich die Hände vor dem Schniedel, ohne Porsche trauen sie seiner Größe nicht. Und es stellte sich die bange Frage, vielleicht die Hände besser vors Gesicht. Heute weiß man es, es war ein Virus, der die Herren in Frankfurt längst besprang. Und es war der Anfang nur vom Ende, der längst fällige, gerechte Abgesang. Eines viel zu lange hochgelobten Irrsinns, einer Bankenspekulanten-Diktatur. Und da die Menschheit nicht mehr bei Verstand war, half ihr ein kleiner Virus auf die Spur. Und kein Schiff mit acht Segeln rettete sie. Der Preis für ein Leben ohne Poesie. In New York, Berlin, Paris und Tokio mussten Magdebäcker kläglich frieren. Und jetzt sah man erst, wie viele Idioten unsere eigentlich so schöne Welt regieren. Mancherorten ist die Welt schon besser. Manche Kurzpaläste stürzen bereits ein. Was kein Wunder ist, es gab sie niemals wirklich. Alles war nur Glitzer, Trug und Schein. Und damit der Wahnsinn restlos ende, dürfen wir kein bisschen ruhen. Helfen wir dem Virus bei der Arbeit. Es gibt in der Tat noch viel zu tun. Sieht den Börsianern die Aufzubusen aus, hängt direkt auf unter Sonntaginnen legt. Und da sollen sie erst mal sehen, wenn man mit ihr nicht arbeitet und dem Euro in der Stunde überlebt. Ja, 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 sieht den Börsianern die Aufzubusen aus, hängt direkt auf unter Sonntaginnen legt. Und da sollen sie erst mal sehen, wenn man mit ihr nicht arbeitet und dem Euro in der Stunde überlebt. Ja, 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 sieht den Börsianern die Aufzubusen aus, Aufzubusen aus, Aufzubusen aus. Sieht den Börsianern die Aufzubusen aus, Aufzubusen aus. Doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren. Beim Verlieren. Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen. Unsinn und der wird gern publizieren. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass es unsere Wirtschaft ruiniert. Die Börse jubelt, wenn sie die entlassen, die in ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Wird ein Gästehut platziert. Die Menschenwürde dieses wäre unantastbar. Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt. Ein Volk in Duldungsstarre, grenzenlos belastbar, die Wärmestunde gefüllt. Denn es wird kalt. Die
Denn meistens ist es peinlich, noch zu fühlen. Und statt an Güte glaubt man an die Bonität. Man sollte sein mit Krampf und Kampf und Spielen. Schau vom Bildschirm auf, ist es zu spät. Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift. Sie übt noch, wer Atem spürt, duckt sich schon präventiv. Und nur der Narr ist noch nicht ganz erstarrt. Er liebt noch und wagt zu träumen. Deshalb nennt man ihn naiv. Oh, entführt euch, beschwert euch. Wir brauchen Spinner und Verrückte. Ja. Es muss doch was passieren. Wir sehen doch, wohin es führt, wenn die Normalen regieren. Thank you.
Wenn alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist. Italienisches Kampflied singen, ihr könnt euch denken, welches. Ja. Und wunderbar. Ja, gib mir meinen Rhythmus vor. Ich bin übrigens auch der Meinung, also wenn man sich jetzt so anschaut und seine Umtriebigkeit sieht und wie er das auch alles auf die Beine gestellt hat, ich finde, man kann ihn wählen. Yeah.
e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Zentrum Faust hat um 23 Uhr, auch was ihrer Stabilisierung dient, noch eine Party. Die jungen Menschen heute fangen erst um 23 Uhr an. Unser einer schon zu Bett, ist alleine. Und Pablo spielt jetzt noch mit aus Chile. Pablo Aduan aus München, Konstantin Becker. Jürgen Adinger aus München. Michael Letz aus Berlin. Wir machen zum Abschluss ein Lied. Für jemand, der, wo man nicht jeden Satz unterschreiben muss, der aber moralisch für uns sehr wichtig war, ist, bleibt. Wir haben ein eigenes Parteiabzeichen sogar bei der Linken in Niedersachsen, als Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht und er. Er war mal Minister, er war Chef einer Bank, hat alle Privilegien weggeworfen, ist zu den Ärmsten der Armen und hat mit ihnen gekämpft. Gegen Imperialismus, gegen Ausbeutung und auch. Ich hab keinen Krabbel. Da ist er. Ja, das ist egal, welches ist egal. Okay. Ich hab den vom Keyboard. Okay, das vom Keyboard. Wir haben Stimmen. Ein Lied für Kommandante Che Guevara. Zum Abschluss.